hat am Samstag gegen den FC Biel geschuttet. Knapp 14'000 Zuschauer waren in der AFG Arena dabei und haben miterlebt, wie die Erfolgsserie vom FC St. Gallen weitergegangen ist. Viertes Spiel, vierter Sieg mit einem Torverhältnis von 13:1. Vier Goal vor 14'000 Zuschauern, ein gelungenes Heimspiel vom FC St. Gallen. Mit dem Sieg ist der FC St. Gallen das einzige Team, das noch keine Punkte abgegeben hat. Allerdings überzeugt der FC St. Gallen in der ersten Halbzeit gegen Biel nicht und spielt ungenügend. Vor allem, weil man schon ab der vierten Minute nur noch gegen 10 Spieler muss spielen muss, nach dem Foul vom Bieler Goalie an Adrian Winter. Der Vorteil nutzt das Spiel bis zur Pause nicht aus. Ja, nach der roten Karte hat die Mannschaft das Gefühl gehabt, so, jetzt ist der Laden geschmissen. Wir haben dann gedacht, das gehe von allein. Und das ist immer so, wenn eine Mannschaft zu Zeiten ist, dann tut sie sich umso mehr anstrengen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem gewesen. Pause ist für die Espen nach einem mäßigen Start gerade rechtzeitig gekommen. Wir haben gesagt, dass wir den Rhythmus hochhalten müssen. Und wir dürfen auf keinen Fall einen Gang zurückschalten, im Gegenteil, wir müssen einen Gang aufschalten. Und dann, mit diesem Rhythmus, bin ich überzeugt, dass irgendwann einmal auch das Goal kommen wird. Und dann war der Band gebrochen und so war es. Tatsächlich, nach der Pause starten, verwandelt der FC St. Gallen auf dem Platz. In den 49. Minuten gelingt dem Thomas Wellers 1:0. In der 61. Minute der nächste Treffer, der Moreno Costanzo mit einem schönen Freistoß zum 2:0. Nur gerade 6 Minuten später trifft Morena Merenda nach einer Flanke von Adrian Winter zum 3:0. Der Schlusstreffer erzielt eingewechselt Mustafa Dabo zum 4:0. In der ersten Halbzeit war es sicher nicht ein gutes Spiel für uns. Aber wir müssen halt auch Geduld haben, das ist halt so. Und wir haben gesehen, in der zweiten Halbzeit war der Gegner müde und wir konnten ihn zulegen. Der FC St. Gallen im Siegestaumel. Trotz der ersten Halbzeit gewinnt er souverän mit 4:0.